Hallo meine lieben tarotischen Freunde und willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal der Mantika. Und heute machen wir ein Box-Unboxing oder wie man auch auf Deutsch sagt, ein Paket öffnen. Ein Box-Unboxing? Ja. Okay, ist das die neue Jugendsprache? Alles klar, davon habe ich noch nicht gehört. Ich habe nur gerade das Doom-Scrolling gelernt, das kannte ich vorher auch noch nicht. Aber ich lerne ja immer etwas dazu. Genau, auch von mir ein herzliches Willkommen. Ich bin heute wieder unterwegs mit Franz und Timmy. Und Timmy sitzt schon ganz begeistert in der Mitte und freut sich darauf, was wir heute auspacken werden. Das Auspacken, das übernimmt unser Franz. Wir haben Post bekommen vom Königsfurt Urania Verlag und sind ganz gespannt, was da drin ist. Königsfurt Urania. Ganz genau. Und wenn du jetzt einfach mal das öffnest. Es ist schwer, auf die Kamera zu gucken und dabei das zu öffnen. Du kannst ruhig mal weggucken dabei. Das ist ganz in Ordnung. Und Hauptsache, du kommst nicht an die ganzen Konstruktionen, die wir hier aufgebaut haben. Soll ich rausziehen? Ja, bitte zieh raus und gib mir am besten dann den Karton. Ich wohne in dem Karton. Sehr gut. Was ist es denn? Es ist das mystische Tarot. Das mystische Tarot. Ach, so rum. Genau, so rum. Das mystische Tarot, vielleicht legst du es so hin, dass man es noch besser sehen kann. Ne? Ja, perfekt. Sehr gut. Das mystische Tarot und das ist von der Katrin Weltstein, richtig? Das ist Katrin Weltstein. Genau, wie ich gerade sagte. Von der haben wir uns schon mal ein Deck angeguckt. Ich weiß nicht, ob du dabei warst, Timmy, als wir uns das angesehen haben. Das Wunschtempo? Nein, das war das mystische Momente. Ich glaube, da war ich nicht. Ich glaube, da warst du nicht dabei. Ne? Und das mystische Momente, dazu haben wir aber auch ein Video gemacht, das ich nachher natürlich verlinke. Das mystische Momente, das war so ein Erfolg, dass die Katrin gesagt hat, sie macht jetzt auch noch ein Tarot. Und da sind mehr Karten enthalten als normalerweise. 83 Tarotkarten. Genau, wie viele sind es normalerweise? 73. Nein. 78. 78. Yeah. Ein Punkt für Timmy. Aber ich wusste dafür, wie viele dieses Deck beinhaltet. Ja, weil du es gelesen hast. Ganz Nein, genau. Ich habe nicht gelesen. Gut, also normalerweise sind es 78 Karten. Wir haben die Elemente-Karten, jeweils 10 mal 4 Elemente, plus die Hofkarten, sind 16 Karten, plus 22 Trümpfe. Und hier weiß ich jetzt gar nicht ganz genau, wie das aufgeteilt ist. Vielleicht fängst du mal an auszupacken, Franz. Ich habe mit der Martina Weyer-Reckewitz neulich ein Interview geführt, das werde ich auch verlinken, wo wir über dieses Deck sprechen. Und da gibt es, glaube ich, auch noch ein paar mehr Informationen zu den Karten. Aha. Jetzt gab es hier leider gerade eine kleine Pause von der, eine unerwartete Pause. Aber nun ist Hallo. Franz wieder da und Thema Messer. Wird nun das Päckchen öffnen. Und das scheint sich schwieriger zu gestalten. Warte. In großer Spannung warten wir weiter ab, ob es Ihnen gelingen wird oder nicht. Das ist das so kann man auch ein Video produzieren, das länger als 10 Minuten ist, oder? Das ist wie ein WM, das ist wie ein WM-Finale, nur im Unboxen. Super. Wer schafft es? Im Box-Angsten. Wer schafft es am schnellsten, dieses Kartonpapier zu öffnen? Ja. Darf ich? Vielleicht lässt du mal den Timmy ran. Der hält das schon nicht mehr aus. Wie lange? Komm. Vertrau deinem Freund Timmy. Und... Hey! Nein. Oh. Und? Ja!
Ja, es gibt ein paar technische Schwierigkeiten. Wir haben es geschafft. Ja. Wir sind in der 5. Minute angelangt. Aber was soll's? Manchmal dauert es etwas länger. Wir kommen ja auch langsam erst ins neue Jahr. Ja, Franz, wie fässt sich denn die Packung an? Sehr stabil. Sehr stabil. Vielleicht gibst du sie auch mal Timmy in die Hand, damit er auch mal fühlen kann. Timmy, wie findest du, wie sich das anfühlt? Ich bin nicht gut im Box beschreiben, aber ja, sie ist stabil. Sie ist stabil. Ich schaue mir das auch nochmal an. Ne? Also was ich toll finde, ist ja, sie fässt sich sehr schön an. Und was ich sehr schön finde, sind diese silbernen, das kannst du vielleicht nochmal an die Kamera halten, diese silbernen Gravuren, die so herausstechen. Das kann man jetzt nicht so gut sehen in dem Video, aber die glitzern sehr schön, wenn man sie ansieht. Ne? Das ist wirklich eine sehr schöne Verpackung. Meistens fühlt man die auch, wenn es 3D gemacht wird. Ja, wenn du es jetzt noch so hältst, dass die Leute auch lesen können, was draufsteht und nicht, genau, super. Also ihr seht, das sieht wirklich sehr, sehr hübsch aus. Hinten ist eine kleine Beschreibung über die Karten. Das können wir jetzt, glaube ich, mal auslassen. Ich bin viel neugieriger, was jetzt in der Schachtel zu finden ist. Die ist ganz schön dick, ne? Also ein großes Format auch, die Karten offensichtlich. Und das ist erstmal ein Booklet, ne? Mhm. Tun wir das jetzt mal beiseite und gucken uns das Booklet an. Sehr, sehr gerne. Was ist denn auf dem Booklet zu sehen? Da ist eine Gans mit einer Frau zu sehen, die badet. Aha, stimmt. Ich weiß jetzt nicht, welche Karte das ist. Ich glaube, dass die Karten sich nicht immer so leicht erschließen lassen, selbst wenn man schon sich viel mit Tarot beschäftigt hat. Das Buch hat eine bessere Qualität als die Bücher, die ich sonst kenne. Also das ist, glaube ich, so das klassische Königsfurt-Urania-Format, ne? Ja, was haben wir da drin? Das solltest du vielleicht nochmal zeigen, das Inhaltsverzeichnis. Vielleicht hältst du es auch ein bisschen näher unter die Kamera, damit die Leute das mitlesen können. Ich kann es so nicht lesen, wenn du es vielleicht anders hältst. Ja, so ist es schon besser. Und lies doch mal vor, was da steht, bitte. Einleitung, die großen Arkana, Seite 6. Die kleinen Arkana, Seite 34. Stäbe, Seite 34. Kelche, Seite 50. Schwerter, Seite 65, Scheiben, sind glaube ich Münzen, Seite 78, das Legen des Tarots, 92, über die Autoren 94. Okay, also wir haben hier einige Angaben, nicht ausführlich, aber einige Sätze auch immer zu den Karten, da können wir gleich mal reinschauen. Das kann nachher mal der Timmy vorlesen, wenn wir eine Karte gezogen haben. Ne? Aber nun zeig doch mal, wie die Karten selbst aussehen. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Und da müssen wir wieder was auspacken. Ich hoffe, das funktioniert jetzt etwas reibungsloser als eben. Hier gibt es einen Regenbogeneffekt, wenn man so. Ja, das ist nämlich ganz toll. Die Karten haben keinen Goldschnitt, sondern einen Silberschnitt. Das habe ich so auch noch nicht gesehen. Ne? Ja, die sind in der Seite Silber. Ja, und das sieht natürlich sehr, sehr schön aus, wie ich finde. Ja, Franz perfektioniert seine Auspacktechnik in der Zwischenzeit. Ne? Ich sehe euch. Ja. Was? Warum? Wir machen doch nichts. Nein, sind nur ganz gespannt, nicht, wie du das jetzt auspackst. Ich bin nicht blöd. Ich gucke die ganze Zeit auf diesen Monitor. Du solltest aber lieber zum Auspacken gucken. Ja, aber es ist ja ganz gut, wenn man den Franz auch mal sieht. Ne? Wir müssen dann noch mit unseren Techniken etwas mehr arbeiten. Ja, es ist wirklich sehr schön, dieser Silberschnitt auch gut zu sehen, jetzt hier auf dem Bildschirm. Das sieht hinten sehr gut aus. Ja, man kann es, vielleicht muss ich mal ein bisschen mehr Licht hier. Ja, man sieht sehr schön dieses Silberne, genau. Und zeig doch bitte nochmal die Rückseite, halt sie mal richtig an die Kamera. Ja, cool, ne? Sieht wirklich sehr schön aus, dieses Art Deco-Muster leicht, wie ich finde. Und Entschuldigung. Nein, alles gut. Das erinnert mich leicht an ein Mosaik.
Stimmt, sieht ein bisschen aus wie ein Mosaik, ne? Und es eignet sich natürlich wieder sehr gut, wenn man mit umgedrehten Karten arbeitet, ne? Weil die Seiten quasi spiegelverkehrt sind. Gib doch mal auch dem Timmy eine Karte, damit er mal sie anfassen kann von der Qualität her. Ich gucke mir auch mal gerne eine an. Timmy, wie findest du die Qualität? Fühlt sich ehrlich gesagt an wie so Plastikkarten. Ja. Bevor wir gleich einmal weitermachen, würde ich gerne noch eine Karte, die ganz oben drauf liegt, vorlesen. Ja, vielleicht kann Timmy noch mal kurz das zu Ende bringen, was er gesagt hat gerade. Die sind meiner Meinung nach nicht so leicht zu biegen. Das ist richtig. Also sie sind, ich weiß nicht genau, ob das hier Kartenmaterial ist, wie wir das kennen zum Beispiel vom Rabentarot. Ne? Da war das irgendwie biegsamer. Man muss hier, glaube ich, ein bisschen behutsamer sein beim Mischen. Vielleicht liegt es einfach auch daran, dass man sonst diesen Silberrand nicht machen konnte. Ja, ne? Das glaube ich nämlich, weil sonst ist ja immer der Rand anders. Mhm. Aber was mir gut gefällt, ist die Größe der Karten. Ne? Die liegen gut in der Hand, wie ich finde. Jedenfalls in der Erwachsenenhand. Ich habe die Königin der Schwerter hier mal gezogen. Was ist das da für eine Karte? Königin der Scheiben. Die Königin der Scheiben. Ja, du musst sie eher in die Kamera zeigen als uns. Ne? Also sehen wirklich schon sehr schön aus. Und bevor wir jetzt weitermachen, wolltest du was vorlesen. Gib uns doch mal das Deck in der Zwischenzeit. Hier haben wir die Hauptkarte, also die lag ganz oben drauf. Mhm. Die einzigartige, unverwechselbare Collage von Katrin Welz. Stein lässt sie aus ihrer Fantasie und Intuition entstehen. So entwickelte sie zunächst ein Tarot mit überwiegend weiblichen Archetypen. Archetypen, mhm. Wisst ihr, was ein Archetyp ist? Verschiedene Arten. Ja, ein Archetyp sind zum Beispiel der Krieger oder die Königin oder der Zauberer oder der Herrscher. Also eine bestimmte Figur, kennt ihr sicher auch aus Computerspielen, die in unterschiedlichen Märchen oder Mythen anders vorkommt. Das ist ein Archetyp. Ja? Mhm. Lies weiter. Auch für den Herrscher und die vier Könige später gestaltete sie diese fünf Karten zusätzlich je eine männliche Version. Durch diese fünf Bonuskarten kann der Nutzer entscheiden, welche Variation er für die Deutung der Legung wählt. Auch die Karten aus dem Deck Mystische Momente können integriert werden. Um weitere Anregungen aus Einsichten zu gewinnen, siehe Seite 92 im Booklet. Das ist natürlich spannend. Also wie das Modern Witch Tarot, das wir uns ja auch schon mal zusammen angesehen haben, gibt es hier halt hauptsächlich Frauen. Zeig doch mal, während ich ein bisschen noch was erzähle, ein paar Bilder noch, Franz. Gibt es unterschiedliche Frauen? Danach ziehen wir dann alle noch Karten. Genau. Meine Lieblingskarte. Also ich würde das jetzt gerne was erzählen, deswegen wäre es super, wenn es ihr wortlos Bilder zeigt. Genau, also wie das Modern Witch Tarot gibt es hier hauptsächlich Frauen. Das ist irgendwie auch ein Trend des Zeitgeistes, mehr den weiblichen Archetyp herauszuheben. Aber anders als bei Modern Witch hat sich dann hier die Katrin entschieden, doch noch ein paar Männer reinzuzeichnen, was ich persönlich sehr gut finde. Ich finde das Modern Witch total toll, aber mich stört es ein bisschen, dass nicht so viele Männer dabei sind. Das ist einfach, wie ich es empfinde. Ansonsten wisst ihr ja, dass ich damit sehr gerne arbeite. Ja, und Die Karten, das finde ich auch noch interessant, können zusammen benutzt werden mit diesen mystischen Momentenkarten, über die wir auch schon mal geredet haben. Müssen wir jetzt natürlich ausprobieren, ich habe sie jetzt nicht hier, ob die gleiche Größe haben und sich zusammen mischen lassen. Das werde ich nachher gleich mal ausprobieren und vielleicht dazu dann nochmal ein gesondertes Video machen. Oder einen Twitter-Tweet. Oder einen Twitter-Tweet, unbedingt. Ich bin ja total gut mit Twitter, wie ihr wisst. Jedenfalls sehr schöne Karten, oder? Was sagst du, Timmy? Mich erinnern die Karten sehr an so Renaissance
oder wie das auch immer heißt, ja, Gemälde, so halt, so diese Gemälde, die aus dem Mittelalter zum Beispiel. Oder? Ja, also die Renaissance ist ja nicht mehr Mittelalter, ne, sondern eher so 14., 15. Jahrhundert. Stimmt. Ich finde auch, dass da so Anspielungen drauf sind, ne? Aber es gibt auch ein bisschen modernere Bilder, ne? Also das hier mit den Regenschirmen zum Beispiel, das hättest du in der Renaissance nicht so gemalt. Ja, mich erinnern Sie an einen Maler, der heißt Magritte. Ich weiß nicht, ob ihr von dem schon mal gehört habt. Der hat zum Beispiel so eine Pfeife gemalt, mit der er ganz berühmt ist. Und das Bild heißt, eine Pfeife ist eine Pfeife ist eine Pfeife. Auf Französisch. Ja, ihr könnt komisch gucken, das war mal in, solche Bilder zu malen. Wie heißt es auf Französisch übersetzt? Oh, jetzt weiß ich gerade nicht, was Pfeife heißt. Oh, une pipe. Müsste ich nachschauen. Pipe in un pipe in un pipe. Super. Ah, das ist italienisch. Un pipe ja, in un pipe. Sag's mal auf Russisch. Ich habe keine Ahnung, was Pfeife auf Russisch heißt. Echt? Russ. Ich weiß nur, was Zigarette heißt. Und Pfeifke in und Pfeifke in und Pfeifke. Das ist aber nicht das Gleiche. Ja, eine Pfeife und eine Zigarette sind nicht dasselbe, das stimmt. Pfeifke in und Pfeifke in und Von daher, also ich finde auch, abgesehen von diesem Renaissance, was ich auch durchaus finde, hat es auch einen ziemlich modernen Touch. Ne? Es ist so eine Mischung aus verschiedenen Epochen, die aber wirklich sehr, sehr schön rüberkommt. Und ich finde auch, dass sie ganz, ganz schön das darstellt. Ich habe gelesen, dass die Katrin nicht malt, sondern sie macht Fotokollagen. Und so entstehen diese Bilder. Und vielleicht haben wir daher auch diese Epochenstil-Mix. Ach so, sie macht zum Beispiel von diesem Hochhaus, macht sie mehrere Hochhäuser, fotografiert sie. Ja. Und dann macht sie das zu einer Collage und druckt das dann auf die Karte. Ganz genau. Also sie arbeitet mit Photoshop für diese Bilder. Ach so. Ich dachte, sie malt das. Ja, also sie wird sicher auch noch malen. Ne? Also heutzutage malt man ja auch sehr viel im Photoshop. Das ist ja auch inzwischen eine große Kunst. Sonst würden die Bilder nicht so aussehen. Aber ich finde, die sehen wirklich sehr schön aus, oder? Gefallen sie euch? Ja. Ja. Und auch sehr ansprechend. Und da das Video jetzt schon etwas länger geworden ist, weil wir so ein bisschen erstmal auspacken mussten, sollten wir jetzt mal die Karten ziehen, ne? Ja. Und alles Weitere mache ich dann wahrscheinlich nochmal in einem gesonderten Video. Diese Extrakarte legen wir raus. Die Extrakarte legen wir raus, genau. Das wird jetzt die Glücksextrakarte. Genau, dann nimm mal alle Karten zusammen. Soll ich sie mischen? Möchtest du mischen? Okay. Die sind sehr groß. Ich empfehle dir, sie hochkant zu halten, dann kannst du besser mischen. Ja, aber die sind schon sehr groß. Ja. Nicht perfekt für Kinderhände. Das merke ich. Aber sie sind gut für Kinder geeignet von der Bildwahl her, finde ich. Und vom Rand. Ja. Weil es Silber ist. Von hier sieht es aus wie so ein Regenbogen. Ja. Aber ich glaube, das ist einfach nur die Spiegelung von vom Licht. Dem Pulli. Und vom Licht. Ja, das könnte sein, ne? Dass das so raufkommt von dem Pulli. Ich glaube, das reicht. Gut, dann wäre es besser, wenn du sie uns in die Hand gibst, damit ich das ausfächern kann. So, hier haben wir die Karten. Und bitte zieh eine Karte, lieber Franz. Ja, ich habe aber keinen Gedanken. Dann einfach, wie wird es morgen wieder, wenn wieder die Schule losgeht? Genau das wollte ich auch machen. Kommt, ihr müsst keine Arbeiten mehr schreiben, alles easy. Nein. Easy. Wir legen die so in der Reihenfolge hin. Super. Und ich frage einfach, wie wird nachher meine Beratung, Wochenkarten, Video-Session? Sehr gut. Na, werden wir gleich sehen. Das kann ich dir so schon sagen. Gut, ihr Lieben, dann dreht mal um. Ass der Scheiben. Ass der Scheiben, okay. Machen wir weiter. Der Tod. Der Tod. Ja. Aber ein hübscher Tod. Und
Die Streich der Stäbe. Die habe ich vorhin angeguckt und fand sie total toll. Gefällt mir richtig gut. Also, was fällt dir denn zu deiner Karte ein? Zu meiner Franz? Karte? Mhm. Da fällt mir ein, dass man einfach Sonnenblumen essen soll. Mhm. Du meinst Sonnenblumenkerne. Was siehst du denn genau auf der Karte? Ich sehe jemanden, der Sonnenblumen sich aus dem Bauch holt, der in einem Sonnenblumenfeld steht. Das ist eine schöne Beschreibung. Das Ass der Münzen, das steht dafür, dass man mit Hilfe der eigenen Talente etwas bewerkstelligen kann, in was Neues investiert und erfolgreich ist, wenn man nicht gähnt, sondern immer weiter tapfer seinen Weg geht. Also es ist eine gute Investition für dich, weiter in die Schule zu gehen und da zu lernen. Ja. Timmy? Was siehst du auf der Karte? Nicht so sehr, was du liest. Ich sehe eine Frau, die hat so Blumen aus ihr wachsen und die hat hier keine Haut und keine Muskeln, sondern nur Knochen. Mhm. Das ist so ein bisschen wie ein Bild von Frida Kahlo. Die hat oft solche Bilder gemalt. Und in diesem Bild wird halt dargestellt, dass alles eine bestimmte Zeit dauert, ne? Und dass dann was vergeht, aber daraus auch immer etwas Neues entsteht. Ja, das ist eine symbolische Umsetzung dafür. Die Karte Tod im Tarot bedeutet, etwas ist vorbei und dafür kommt etwas Neues. Okay. Ich glaube ja, dass es für dich morgen sich ein bisschen verändert mit der Schule, ne? Ist das geplant weiterhin? Was geplant? Geplant war ja, dass du... Achso, nee, weil das ist ja nur Notbetreuung, so wenn das gar nicht geht. Alles klar. Die Eltern gar nicht kennen. Alles klar. Aber bei mir geht das ja, dass ich zu Hause lerne. Alles klar. Das verstehe ich dann auch. Genau. Von daher ist es dann vielleicht eine Enttäuschung, dass das nicht geht? Bisschen, ja. Bisschen, nein. Ich fand, dass es zu Hause leichter ist für mich. Aber ich wollte nicht halt mit Kurt in die Schule gehen. Wie heißt das? Stimmt. Ist ja gar nicht schlimm. Genau. Also. Franz. Ich glaube, die Leute haben das inzwischen durchschaut. Auf jeden Fall, das verstehe ich gut. Das verstehe ich gut. Ne? Aber dann ist es vielleicht mit dem Thema erklärt, das, warum das jetzt keine so ganz fröhliche Karte ist, ne? Ja, würde ich jetzt sagen. Ja, und bei mir liegen die drei der Stäbe. Einwand. So ganz unglücklich schaut diese Frau ja nicht aus. Genau, das ist auch gar nicht so schlimm. Es sagt einfach, ein Zustand endet und ein Zustand beginnt. Ne? Und bei meiner Karte, bei der drei der Stäbe, das ist die Karte der Tugend, die sagt mir einfach, ich kann mich jetzt nicht unbedingt mit dieser Frau mit den langen Haaren identifizieren. Sie sagt einfach, dass hier für mich viele Fäden zusammenkommen, auch wenn ich wieder meine Wochenvorschau mache und dass ich Spaß haben werde und dass ich einfach etwas tue, was ich gerne tue und mir einen Überblick verschafft. Und ich verschaffe anderen Leuten, die Frau steht ja auf dem Berg, auch einen Überblick über andere Dinge. I have the high ground. So. Don't try it. Also das ist das, was ich dazu sagen kann. Ich glaube, damit sind wir am Ende des Videos. Es hat mir Spaß gemacht mit euch beiden. Mir auch. Und mir auch. Wir werden uns wieder treffen, wenn wir wieder was zum Auspacken haben. Das hoffe ich ja sehr. Ja, das wird demnächst sicher wieder der Fall sein. Für heute machen wir erstmal Schluss. Macht's gut da draußen. Und wir wünschen euch noch eine schöne Zeit. Tschüss. Und tschüss. Und liebe Freunde vom Tarot, bitte vergesst nicht zu liken, zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, wenn euch das Video nicht gefallen hat oder ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt oder Vorschläge habt, die wir mal machen sollten. Könnt ihr uns bitte einen Kommentar da lassen. Ganz genau, das würde uns freuen. Ja, und nun sage ich tschüss. Tschüss. Macht's gut, ciao. Tschüss.